Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video dreht sich alles rund um Brettspielzubehör und damit ein weiterer Teil. Oft ging es um spezielle Spiele, um spezielle Elemente und hier dreht sich es insbesondere um den Bereich des 3D-Drucks. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Immer mal wieder gibt es weitere Folgen rund um Brettspielzubehör, verschiedene Elemente, die ihr nutzen könnt zu speziellen Spielen. Und heute widme ich mich mal wieder dem Bereich des 3D-Drucks. Und ich habe immer noch keinen 3D-Drucker, aber es gibt immer mehr Firmen, die solche Elemente produzieren. Und die Preise, die sinken doch aus meiner Sicht mittlerweile deutlich. Hängt natürlich auch davon ab, was ihr wollt. Das eine oder andere, wenn ihr dann so ein Insert wollt, das kostet natürlich auch seinen Preis. Aber das ist aus meiner Sicht auch wert. Es gibt aber durchaus auch kleinere Komponenten und hier seht ihr jetzt mal kleinere Komponenten und zwar von boardgameset.com und hier, wenn ihr jetzt da parallel je nachdem schaut, findet ihr eine riesen Auswahl und die Preise, die können sich aus meiner Sicht wirklich sehen lassen. Und hier seht ihr eine kleine Auswahl, ich zeige es euch je nachdem noch ein bisschen näher an die Kamera, was da alles mit dabei ist, wenn man da so ein Set bestellt, alles so in Zipptüten und ihr könnt sogar diesmal was gewinnen. Ich sage gleich was dazu. Alles weitere findet ihr natürlich in der Beschreibung. Aber warum denn überhaupt 3D-Druck? Warum weitere Elemente? Naja, wenn ich jetzt hier solche Lupen habe, kleinere Elemente, dann denkt man schon, für was brauche ich denn so kleine Lupen? Muss das denn unbedingt sein? Und für was für ein Spiel benötigt man sich denn das? Und die Frage, die habe ich jetzt gleich beantwortet, weil der eine oder andere erinnert sich jetzt hier an Micro Macro. Und oftmals geht es darum, dass man etwas sieht und dann sagt, da war das. Und wie geht es weiter? Da. Man kann natürlich auch andere Elemente drauflegen. Das müssen jetzt hier keine Lupen sein. Aber ich finde die Möglichkeit, das hier so als extra zu gestalten, wirklich cool gemacht. Und das ist natürlich wie immer eure Entscheidung, so etwas dann zu bestellen, wenn das euch denn interessiert. Oder wenn man hier diese Komponenten dann sieht, ja, der ein oder andere weiß Bescheid bei Everdell. Die ganzen Ressourcen liegen ja überall rum. Die passen nicht immer auf den Plan. Und solche Schälchen, die sind es wirklich wert. Und die werten auch das Spiel nochmal auf und hier auch vom Druck, muss ich sagen, in einer guten Qualität ist für den einen oder anderen ja auch durchaus wichtig, das in Erfahrung zu bringen. Aber erinnert euch, gerade die Karten haben ja oftmals das Problem, dass man sie liegen lässt auf diesem dreidimensionalen Baum und auch hier bietet man quasi auf der Seite solche Druckmöglichkeiten an, dass ihr auch die Karten dann quasi hier auf solchen Ständer dann platzieren könnt. Auch eine tolle Möglichkeit. So, und ihr habt es jetzt schon gesehen, am Anfang habe ich es schon gezeigt. Natürlich darf ein Spiel auch nicht fehlen und das ist bei euch ja sehr beliebt und das ist Flügelschlag. Und ihr könnt jetzt hier diese Komponenten zu Flügelschlag, und zwar alle Komponenten, Vogelhäuschen, Startspielmarke, Ressourcen und so weiter, das könnt ihr natürlich jetzt gewinnen. Und was mich interessieren würde, es reicht den Kommentar, ihr dürft es aber auch gerne ergänzen um den Bereich, ob ihr auch schon gewisse Spielkomponenten aufgepimpt habt, mit welchen Elementen ihr agiert und ich freue mich da auf einen weiteren Austausch mit euch. Vielleicht ist auch wieder die eine oder andere neue Idee für mich dabei, um euch vielleicht in Zukunft ein weiteres Video zu präsentieren. Ich freue mich also über alle möglichen Beispiele, welches Spiel, mit welchen Elementen, wo habt ihr es je nachdem bestellt, da könnt ihr gerne jetzt als Kommentar das drunter schreiben. Und habe dann die Möglichkeit, hier quasi so ein Komplettset quasi von Flügelschlag zu gewinnen. Ja, aber die Profis, die ja die gerne spielen, die oft spielen und ja, die insbesondere Brass Birmingham lieben und ich mag das, man sieht es als kaum der Kamera da oben steht, immer griffbereit, da gibt es natürlich auch Optionen und da gibt es weitere Elemente, die man integrieren kann und man erinnert sich gerne an die Schiffsplättchen und das wurde natürlich auch ausgetauscht mit solchen Elementen. Da stellt sich natürlich schon die Frage, gerade wenn man Brass mit den Pokerchips dann hat, was sehr hochwertig ist, wertet dann diese Elemente das Spiel dann auf. Da ist für und wieder, was ich jetzt in unseren Gruppen dann erfahren habe, was das Spiel angeht, aber das muss natürlich auch jeder für sich entscheiden. Hier habe ich jetzt die Tüten noch, so kommt es dann quasi, wenn man das bestellt, in den einzelnen Farben, die Fässer natürlich auch noch dabei. Also hier habt ihr auch die Option, das Ganze in das Spiel zu integrieren und all zu den Preisen, das kann ja immer schwanken, das findet ihr, wie gesagt, auf der Seite von boardgameset.com und da könnt ihr gegebenenfalls auch bestellen.
Es wird auch nicht meine letzte Anforderung sein, weil je nach Spiel kommt ja da immer wieder was dazu. Aber es gibt ja auch mittlerweile ein breites Spektrum. Und jetzt wisst ihr, warum sich für mich mittlerweile ein 3D-Drucker nicht mehr lohnt, weil es mittlerweile zu so vielen Spielen eine große Auswahl gibt, ein breites Angebot und man findet was für den kleinen, aber auch für den größeren Geldbeutel. Und das jetzt in Kürze zu diesen neuen Elementen, was ich jetzt euch gerne gezeigt habe. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Ergänzungen und eure Meinung zu diesen Elementen. Der eine oder andere mag das jetzt gar nicht mit den Plastikelementen, aber eine Person wird sich sicherlich freuen über den Gewinn dieser Zusatzelemente. Ich packe jetzt gleich wieder alles ein, eine große Tüte, damit hier bloß nichts verloren geht. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Wie gesagt, alles dazu in der Beschreibung und damit beschließe ich das Ganze. Ja, ich wünsche euch eine weiterhin gute Zeit. Viel Spaß mit den Videos. Pickt euch immer bekanntlich das raus, was euch interessiert. Macht's gut und bis bald.